Ich engagiere mich bei mehr Demokratie gegen TTIP und CETA, weil bei diesen Verträgen die Demokratiefrage die entscheidende Frage ist. Es besteht die große Gefahr, dass durch schwer umkehrbare Regeln der Spielraum für direkte Demokratie, den wir mühsam erkämpft haben, auf kommunaler und Landesebene eingeschränkt wird. Das will ich nicht, deshalb engagiere ich mich dafür, dass wir eine faire und transparente Handelspolitik hinbekommen, der nicht die Möglichkeiten der direkten Demokratie schmälert.